Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Newsflash. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR. Ja, und hier geht es alles rund um das Thema VR. Ist auch egal, welche Plattform, Quest 2, Steam VR, jetzt bald natürlich die Pico 4, die PSVR 2. Also sehr geil, wie unser Thema VR auch wächst. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn mein Kanal auch weiter wachsen würde. Und da brauche ich natürlich eure Hilfe zu und würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt auf Abo drückt und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal zur Newsflash-Sendung über. Ich habe ein paar Themen vorbereitet und sehr interessante Themen auch. Wir haben auch Games dabei. Welche Trailer ihr wahrscheinlich noch nicht unbedingt gesehen habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch in die Kommentare mal schreibt, ob ihr diese Games schon auf dem Radar hattet. Und ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Zum ersten Thema und das ist die Pico 4. Die Pico 4 ist jetzt auch aktuell in Deutschland vorbestellbar. Einmal bei Amazon und bei Mediamarkt und die Amazon Affiliate Links packe ich euch unten in die Beschreibung. Wenn ihr mich da unterstützen möchtet dahingehend, darüber vorbestellen würdet, würde ich mich natürlich freuen. Ist kein Muss, ist nur, ja, wenn ihr mich da unterstützen möchtet. Auf meinem Kanal gibt es keinen Muss oder sonst was. Es gibt auch keinen extra Content für Leute, die jetzt mir spenden. Es ist alles freiwillig. Ich freue mich da mega drüber, aber alles nur auf freiwilliger Basis. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ja, die 128-GB-Version kostet 4,29. Für 4,99 kriegt man die große 256-GB-Version. Muss man natürlich abwägen, was man da haben möchte. Und ich habe die Pico 4 ja auch erhalten, wie ihr schon mitbekommen habt. Habt ihr auch schon getestet, habe ein Unboxing gemacht, ein Review-Video. Leider habe ich aber Vereinbarungen getroffen und muss noch auf Freigabe der Videos warten. In China sind aktuell auch Feiertage und ja, daher kann es auch keiner freigeben. Ich halte mich aber an die Vereinbarungen, weil ich Respekt gegenüber Pico auch habe und muss mich natürlich auch vertraglich daran halten. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, die Pico 4 ist alles in allem ein schönes Gerät. Und ja, ich freue mich darauf, weiterhin mit Zeit zu verbringen, weiterhin zu testen für dieses Gerät. Und ja, mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Thema und das ist die Meta Quest 3. Ja, letzte Woche gab es ja ein Quest 3 Leak. Ich kam leider nicht dazu, einen Newsflash dazu zu machen, hätte ich gerne gemacht. Leider war ich aber mit der Pico 4 beschäftigt, musste dahin sehr viel testen und hatte echt keine Zeit für Newsflash. Aber jetzt gibt es auch ein kleines Update dazu. Und ja, der YouTuber Sadly It's Bradley heißt er ja. Brad Lynch hat da wieder was rausgehauen. Und da waren ja, da gab es ein paar Unstimmigkeiten oder Infos zu, die wohl jetzt nicht ganz stimmen. Auf jeden Fall ist hier in der Front sind Kameras verbaut. Wir haben hier zwei farbige, ich weiß nicht, ob oben oder unten farbige sind, bin ich mir jetzt nicht sicher, und zwei schwarz-weiße. Und dann haben wir hier auch noch eine Kamera und die sollen wohl alle für Pass-Through sein. Und das wurde jetzt wohl nochmal abgedatet, das muss wohl nicht so sein, sondern die beiden Schwarz-Weiß-Kameras an der Vorderseite sind nicht für den Pass-Through gedacht, sondern dienen wirklich dem Raum-Tracking wollte ich schon sagen. Raumtracking, ja, wie bei der Quest 2 auch schon, dann, damit haben wir dann auch wieder vier Kameras, die für Tracking da sind. Warum die jetzt vorne angebracht sind und nicht oben und unten, also wir haben unten weiterhin zwei Kameras, aber oben habe ich jetzt keine mehr auf den Cut-Plänen gesehen. Hier sehen wir ja das Ganze nochmal. Also es scheint wirklich nur so, dass hier Kameras sind und dann hier unten die zwei Kameras und oben halt nichts mehr. Aber die Quest 3 wird wahrscheinlich dann auch diese Controller haben, die eine Kamera auch drin haben. Und dann werden die darüber das Tracking machen, vermute ich. Habe ich, glaube ich, in irgendeiner News-Sendung schon mal drüber gesprochen. Vielleicht finden wir es auch gleich in den Artikel nochmal. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Was ich sehr schade finde, was jetzt auf jeden Fall Fakt ist, dass es kein Eye-Tracking geben wird. Face-Tracking finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm, dass es wegfällt, aber Eye-Tracking fällt weg. Und damit natürlich dann auch Faux-Faded Rendering, dass wir wirklich nur dieses Bildpunkte hochrendern, wo wir auch hingucken, also diesen Bereich. Und das würde natürlich Grafikpower sparen, die man wieder andersrum nutzen kann. Fällt wohl jetzt bei der 3 weg. Schade, sehr, sehr schade, weil ich da sehr hohe Erwartungen oder Hoffnungen auch habe, dass das nochmal einen richtigen Grafikpush auch gibt, auch für die autarken Brillen. Weil machen wir uns nichts vor, manche Spiele auf der Quest 2,
die sehen halt nicht wirklich toll aus. Und wenn man einen Vergleich zu PC-VR dann hat, ist natürlich auch nochmal enorm. Und so ein Eye-Tracking würde natürlich da mega viel bringen, denke ich mal. Schade. Auf jeden Fall sehr schade, aber müssen wir jetzt erstmal mit leben. Dann gab es, Ladekontakte müssen wohl unterschiedlich sein zur Quest Pro. Das heißt, es gibt eine eigene Ladestation dafür. Ja, der XR2 ist ja der Prozessor der Wahl aktuell bei autarken Brillen. Aber da wird jetzt wirklich die Generation 2 Einzug halten. Die soll nochmal viel, viel mehr Power haben, leistungsfähiger sein. Und der Brad Lynch ist davon sehr beeindruckt, was er gehört hat. Und ja, ich sag mal so, eine Generation 2 sollte natürlich immer besser sein als die erste Generation. Von daher, ja, können wir uns da auch auf was freuen. Die Pico 4 hat zum Beispiel jetzt immer noch die Generation 1, genau wie die Quest 2. Von daher können wir da jetzt auch keine Wunder mehr erwarten. Nur dahingehend, dass die Quest 2 ja die Grafikpower der XR2 gar nicht ganz nutzt, wegen den Temperaturproblemen, die es da gibt, oder diese Temperaturabschaltung. Wenn es zu heiß wird, fährt der Prozess halt runter und daher haben wir dann nicht die volle Leistung. Wenn Pico das besser gelöst hat, können die natürlich ein bisschen mehr Leistung aus diesem Prozessor auch noch rausziehen. So. Jetzt wollte ich das Bild nochmal suchen. Genau, hier sehen wir auch nochmal die Kameras unten. Und ich denke mal, das wird wirklich so sein, dass wir da vorne einen Bereich haben, der dadurch noch getrackt wird. Unten der Bereich wird durch die Kameras getrackt, der Raum. Und dann haben wir an den Controllern nochmal Kameras, die dann auch nochmal den Raum tracken. Da bin ich mir eigentlich sicher. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, dass Eye- und Face-Tracking wegfällt. Ich sag mal, Face-Tracking finde ich jetzt noch nicht mal so mega wichtig. Natürlich für Social-Media-Sachen, wenn man sich da irgendwo sieht, VR-Chat und so weiter, ist natürlich schön, wenn man da auch das Face-Tracking hat. Aber ich finde Eye-Tracking noch viel, viel wichtiger. Und ich bin mal gespannt, wann die erste Brille das mal wirklich nutzt und auch die Spieleentwickler das dann auch nutzen. Und dann können wir erstmal wirklich den Unterschied sehen. Vorher wissen wir natürlich nicht, was Sache ist. Ja, wie Pico 4 werden in der Quest 3 auch die Pancake-Linsen verbaut und die bauen natürlich viel flacher als die Fresnel-Linsen. Wir haben nicht mehr diesen Fresnel-Schliff, der sehr stark Godrays verursachen kann und dahingehend sind wir mit den Pancake-Linsen auch schon gut bedient. Wir haben einen schönen Sweet-Spot auch, so wie ich es jetzt mitbekommen habe oder testen durfte. Von daher können wir uns darauf freuen, dass jetzt endlich mal der Fresnel-Schliff weg ist. Und wie die Pancake-Linsen nutzen können. Dahingehend ist auch das Gehäuse schmaler. Also wir haben dann nicht mehr so eine hohe Bauform. Ist natürlich auch gut fürs Gewicht. Genau, der USB-C-Port und der Kopfhöreranschluss sind laut CAD-Bauplänen in Bügel der Kopfhalterung. Also die müssen dann irgendwo hier sein. Ich weiß nicht, ob die hier an der Seite waren. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Hier haben wir die Punkte für die Ladeschale. Hier haben wir einen Volume-Slider. Und ich glaube, hier ist das Drehrädchen für die IPD-Verstellung. Hier wird dann auch nochmal über den XR2 gesprochen. Ja, die höherpreisige Version wird mit 512 GB Speicher kommen. Und 12 GB Arbeitsspeicher ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Ne? Also da kann dann auch die Pico 4 nicht mehr mithalten. Aber gut, Quest 3 ist dann natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Ja, das zum Thema Quest 3. Wie gesagt, sehr interessante Sachen sind hierbei. Könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Ich werde es auf jeden Fall alles in die Beschreibung packen unter Inhaltsverzeichnis. Und wie gesagt, das Traurige ist halt, dass Face-Tracking und Eye-Tracking wegfällt. Wie gesagt, Hauptaugenmerk liegt bei Eye-Tracking. Das ist so wichtig für die autarken Brillen, die eh nicht so viel Grafikpower haben. Nicht unendlich Grafikpower und da wäre es mit Sicherheit besser, wenn wir da auf Eye-Tracking setzen würden. Aber ist natürlich auch nochmal ein Kostenfaktor. Ne? Ist natürlich auch klar, dass diese Technik kostet sehr viel Geld. Und deshalb fallen bei unseren Brillen sehr viele Sachen weg, die wir uns eigentlich wünschen. Also wir wünschen uns natürlich immer ganz viele tolle Sachen, aber laut der Kalkulation der Firmen müssen die natürlich diverse Sachen wegstreichen, weil das Gerät dann irgendwann 800 bis 1000 Euro kostet. 800 bis 1000 Euro und dann kauft es keiner mehr, ist nicht mehr massentauglich. Und
haben wir alle nichts von. Also ich denke mal, der Preis für Massenmarkttauglichkeit, der liegt so ungefähr bei 400-500 Euro und daran halten die sich natürlich. Und ich denke mal, trotzdem sind die Geräte noch subventioniert. Und ja, es dauert noch, bis die ganze Technik dann wirklich Einzug in unsere neuen VR-Headsets hält. Aber wir sind auf einem guten Weg und auch die PSVR 2 wird auch den Markt nochmal gut aufmischen. Und ja. Kommen wir vom Meta Quest 3 nochmal zu Meta Quest 2 und da gibt es jetzt den Air-Dongle. Ende letzter Woche hat D-Link bekannt gegeben, dass ein VR-Airbridge-Dongle herauskommt und der soll wohl 99 US-Dollar kosten. Was denn Euro kosten wird, weiß man aktuell noch nicht und er ist aktuell nur in den USA vorbestellbar oder bestellbar. Das habe ich jetzt auf Twitter gelesen und das ist natürlich auch nicht gerade toll. Ich hoffe, dass er noch für Deutschland erscheint, wenn es denn soweit ist. Und es gibt die Neuigkeit, dass er auch in Deutschland bestellbar ist. Ja, werde ich in der Facebook-Gruppe posten. Könnt ihr mal auch mal gerne joinen. Unten in der Beschreibung packe ich die auch mal rein, die Facebook-Gruppe von We Are World Germany. Und ja, oder im Discord könnt ihr auch joinen. Da gibt es dann auch immer die ganz schnellen News, ohne dass ich jetzt ein Video dazu mache. Ja, auf jeden Fall wird uns dieser Dongle eine dedizierte PC-VR-Verbindung ermöglicht von Quest 2 zum PC, ohne dass wir jetzt Kabel, Router und so weiter uns drum kümmern müssen. Also dieser Dongle wird einfach über USB 3.2 in den PC eingesteckt und schon soll das ganze Ding wohl laufen. Na, Treiber natürlich noch installieren, aber der soll so gut wie möglich Plug and Play sein. Ich nutze aktuell einen Huawei-Router, welchen setze ich euch auch mal in die Beschreibung. Könnt ihr auch mal gerne schauen, den benutze ich für die Quest 2, funktioniert echt tadellos. Und der Nachteil ist natürlich, dass wir da auch Einstellungen machen müssen, wir müssen das Ganze einrichten. Ist nicht jedermanns Sache, von daher kann ich es verstehen, dass sich Firmen gedacht haben, ach komm, wir machen da mal wirklich jetzt einen VR-Airbridge-Dongle und hauen den raus. Ich finde 99 US-Dollar schon happig, muss ich ehrlich sagen. Wenn man das zum Vergleich zur Brille nimmt, die dann 400-500 Euro kostet oder Dollar, ist das natürlich ein großer Happen. Aber ich meine, wer jetzt keine Möglichkeit hat, einen guten Router zu installieren und möchte den nicht kaufen, ich meine, der Router kostet auch so um die 60 Euro, glaube ich, ist da natürlich gut mit beraten, so ein Ding zu holen. Das ist auf alles genau ausgelegt, auf die Quest 2 und ja. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von diesem Airbridge-Dongle. Wenn ich den bekommen sollte, werde ich natürlich auch ein Video zu machen, den testen, ob es dann auch besser läuft, sogar als mit dem Router. Aber wenn man einen gut konfigurierten Router hat, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Von daher ist es wirklich hier eine top Plug-and-Play-Lösung für Leute, die sich nicht da lange mit beschäftigen wollen. Ja, von MetaQuest 3, 2 und jetzt kommen wir zu PSVR 2. Ja, Sony möchte bis zum März 2023 2 Millionen Einheiten von der PSVR 2 produzieren und das ist eine gute Hausnummer. Ich weiß ja, dass es aktuell auch, ich hatte auch Probleme, die PS5 zu bekommen. Da musste man echt schnell sein im Internet und ich hoffe, dass wir dieses Desaster nicht mit der PSVR 2 erleben werden, weil ich möchte mir das Ding auch auf jeden Fall holen, weil es von den Specs her, von den Games her, die ich jetzt bisher so gesehen habe, echt was ganz Besonderes sein wird und ich denke mal, dass Sony da sehr viel richtig mitgemacht hat und ich bin da mega gespannt drauf. Ob jetzt 2 Millionen Einheiten reichen für den Anfang, ich kann es echt schlecht abschätzen. Ich meine, von der Quest 2 haben wir irgendwie, ich habe mal was gelesen, 10 Millionen verkaufte Einheiten. Und da müssen wir jetzt mal abwarten. Ne? Also ich glaube schon, dass es für den Start reicht, dass jeder VR-begeisterte Mensch sich so ein Ding holen kann, der natürlich auch schon eine PS5 hat. Warum sollte man sich sonst holen? Hat man natürlich keine Chance, sonst mitzuspielen. Aber da wird es wahrscheinlich auch Bundles geben und so. Da bin ich auch gespannt drauf. Und ich bin auf den Preis gespannt. Ich habe auch schon mal in der Facebook-Gruppe eine Umfrage gemacht, was so getippt wird für einen Preis. Und da waren halt die meisten der Meinung, dass es halt unter dem Preis der PS5 liegen sollte, weil es sonst ein Ladenhüter wird. Und klar, das Ding wird mit Sicherheit auch subventioniert werden bis zum Ende. Also Sony wird da gut Geld reinbuttern und die werden ein Minusgeschäft erstmal mit der Brille machen. Da gehe ich mal stark von aus.
Natürlich haben die den Vorteil, die haben jetzt nicht wie die autarken Brillen eine CPU drin und so weiter, ne? Das sind natürlich auch nochmal Kostenersparnisse, die sie haben. Aber ich glaube, ansonsten von den ganzen Specs her ist das schon eine teure Angelegenheit, weil hier gibt es nämlich Eye-Tracking, wie in anderen Brillen nicht, ne? Und wir haben ja eben schon gelernt, Eye-Tracking soll teuer sein, wenn man es in die VR-Headsets baut. Von daher, ja, ich bin echt gespannt auf den Preis. Ich werde mir das Ding definitiv holen. Es sei denn, ist nicht verfügbar oder die Inflation ist so hoch, dass wir alle pleite sind. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Aber sieht ja aktuell auch nicht so rosig aus. Aber gehen wir da mal davon aus, dass sie unter dem PS5-Preis ist und auch aktuell dann im März erhältlich ist. Dann werde ich mir so ein Ding definitiv holen und dann wird es auch hier PSVR 2 Games Gameplay auf meinem Kanal geben. Ja, das war eigentlich so die Hardware-Seite, sage ich mal. Was sagt ihr zur PSVR 2? Werdet ihr euch die auch holen? Wenn ja, für welchen Preis oder ab welchem Preis sagt ihr, nee, also für den Preis definitiv nicht mehr? Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren. Und jetzt gehen wir von Hardware in die Gaming-Sektion und ja, legen wir mal los. Sehr gute Neuigkeiten für alle Half-Life-Fans da draußen. Nach Half-Life 2 bekommen wir auch eine Half-Life 1 VR-Mod. Und das von Max Makes Mods. Geiler Name. Auf jeden Fall ein Fanprojekt, kein Valve-Projekt. Aber wir bekommen eine komplette VR-Modifikation für Half-Life. Ihr müsst das Half-Life-Game auch besitzen. Ich denke, dass die Mod umsonst sein wird. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber selbst wenn die jetzt 5 bis 10 Euro kosten würde, würde ich investieren, weil Leute, die in sowas Zeit investieren, haben auch verdient, damit wirklich Geld zu machen. Und ich gehe aber aktuell davon aus, dass es umsonst ist. Ja, wie wir hier schon gesehen haben, in der Mod ist alles möglich mit den Händen zu machen. Wir können Knöpfe drücken, Räder drehen und ja, natürlich auch Waffen halten. Es gibt eine Möglichkeit, Klassik-Grafik zu spielen. Dann haben wir alle Texturen so, wie sie halt waren. Oder aber auch eine überarbeitete Texturversion, die halt ein bisschen hübscher aussieht. Und da lassen die uns komplett freie Hand. Das können wir entscheiden, wie wir wollen. Kann man natürlich mal beides ausprobieren, was einem besser gefällt. Das kann man dann natürlich dann spielen. Und ich bin echt mega gespannt darauf. Half-Life 2 habe ich auch noch nicht durchgespielt, die VR-Mod. Aber Half-Life 1 jetzt wirklich zu erleben, mega. Was sagt ihr dazu? Ist das was für euch oder eher nicht? Werdet ihr euch auf jeden Fall ansehen? Ich finde, für alle Leute, die in den, ja, sag ich mal, 90ern ja, PC verrückt waren, die müssen das einfach spielen, ne? Ja, von der Half-Life VR-Mod kommen wir aber zu einem anderen Thema und das ist ein Quest 2-Game und das ist von Bolwerk Games. Ja, Bolwerk Games hat ein neues Spiel in der Pipeline und das ist noch in der Entwicklung, ist noch ganz, ganz frühes Pre-Alpha-Stadium, also da kann man jetzt noch nicht zu viel erwarten. Ich habe trotzdem schon mal einen Schnipsel bekommen. Es gibt einen kleinen Trailer und ich denke mal, dass es noch nicht alle Leute gesehen haben. Ich finde das Projekt sehr interessant. Ist ein Quest 2-Game. Aktuell nur für Quest 2 wird produziert, aber der Entwickler sagt ganz klar, man weiß natürlich nicht, was noch in der Zukunft kommt. Von daher muss man abwarten. Aber erstmal ist Quest 2 geplant und die haben das Game Glyph gemacht. Habe ich jetzt nicht getestet, habe ich nur mal im Trailer gesehen. Dick Wild habe ich getestet, gibt es auch auf meinem Kanal. Ja, da ist man auf dem Floß, kann man sogar zu zweit spielen. Habe ich auch damals zu zweit gespielt und kann dann halt Gegner abschießen, Waffen aufleveln und so weiter. Ist ganz interessant gewesen. Ja, und jetzt kümmern die sich um ein Projekt, das heißt Genotype. Und Genotype ist ein Spiel, wo wir eine Forschungsstation besuchen in der Antarktis. Und die ist aber von irgendeiner außerirdischen Lebensform ja, übernommen worden. So ist die Story erstmal. Und wir werden ein Gerät finden, was sich The Great nennt oder Great Handschuh nennt. Und damit kann man ja Aliens in so einer Art lebenden 3D-Drucker bauen. Das sehen wir auch gleich mal im Video. Und damit können wir halt verschiedene Sachen machen. Hier wird zum Beispiel gesagt, in enge Räume zu gelangen. Zangen eines Käfers können zum Durchschneiden von Kabeln benutzt werden. Oder aber auch einfach eine Waffe, die sehen wir auch gleich. Und ja, diese außerirdische Entität nennt sich einfach nur Mutter oder ist dem Spieler nur als Mutter bekannt. Seine massive Lebensform. Und ja, es gab auch noch ein paar Konzeptzeichnungen, bevor wir uns irgendeinen Trailer oder so anschauen.
Schauen wir uns mal die Konzeptzeichnungen an. So sehen die ungefähr aus. Das sind so die Lebensformen, die dann da so, die wir dann antreffen können. Hier sehen wir den Handschuh, Great Concept V3. Vielleicht sehen wir den auch mal im Video selber. Und ich finde es von der Story her schon irgendwie cool. Und ja, schauen wir uns jetzt einfach mal den ersten kleinen Schnipsel an. Das zeigt den Raid Handschuh, hat auch keine Audiospur oder sonst was, aber schauen wir uns mal an. Genau, da finden wir so eine Kassette für den Raid Handschuh oder Great. Und dann haben wir so eine außerirdische Lebensform jetzt da produziert mit diesem Handschuh. Und ja, die kann jetzt zum Beispiel schießen und es soll verschiedene Möglichkeiten da von Außerirdischen geben, die dann da gedruckt werden können. Und ja, die braucht man dann halt zur Problemlösung, wenn man irgendwo nicht weiterkommt oder sonst was. Gibt es mit Sicherheit coole Kombinationsmöglichkeiten, wie man da dann die Level aufbauen kann. Finde ich echt cool gemacht. Und das wäre jetzt der erste Schnipsel und jetzt können wir uns mal den kleinen Trailer anschauen. Ja, das war der Trailer oder der ganz kleine Appetithappen von Genotype. Es war auch eine Pre-Alpha-Version, stand auch oben rechts, dass es ein ganz frühes Material ist. Aber es ist ein cooler Appetithappen. Ich finde, man sieht, in welche Richtung das Ganze geht, dass es Potenzial auf jeden Fall hat. Was dann im Endeffekt dabei rauskommt, muss man abwarten. Aber Potenzial hat das Ganze auch vom Setting her, von der Story her. Auch mit dem Handschuh, das finde ich cool. Das gibt viele Möglichkeiten, wie das Spiel zu spielen ist. Und ja, da müssen wir uns einfach mal gedulden, wenn es da ein bisschen mehr Infos gibt. Und ich hoffe auch, dass ich eventuell auch, wenn es nur mal eine ganz frühe Alpha-Version ist, dass ich meine Alpha-Version bekomme, mal ein bisschen reinschnuppern kann, um euch mal ein bisschen was zu zeigen, wie es da so aussieht. Und natürlich mit einem ganz dicken Stempel Pre-Alpha, ne? Das ist für mich natürlich dann Pflicht, weil viele Leute sehen dann so ein Material und denken, oh, was ist das denn? Wie sieht das Spiel aus? Ja, das wird nichts. Aber wenn man wirklich in der Entwicklung ganz am Anfang ist, sieht man auch bei einigen Games, hier Lo-Fi zum Beispiel, wie sich das mit der Zeit immer weiterentwickelt, mega. Und ja, so kann es natürlich dann auch sein, dass man zu Version dann immer so ein bisschen sieht, wie entwickelt sich das Spiel. Würde ich gerne machen. Weiß ich aber nicht, ob der Entwickler da einverstanden mit ist, muss ich noch mal abklären. Aber wenn es da Neuigkeiten gibt, bin ich auf jeden Fall dabei und werde euch das zeigen. Es soll wohl Ende 2023 was kommen. Man weiß natürlich nicht, ob die das auch zeitlich schaffen, aber aktuell ist es wohl so geplant, Ende 2023. Und wenn es 2024 wird, mein Gott, wir haben alle Zeit für gute Spiele, muss man sich Zeit nehmen. Ist uns immerhin besser, als wenn man wirklich ein Spiel hat, was mega viele Bugs hat. Macht dann auch keinen Spaß. Hier steht noch, dass es auch eventuell für Steam erhältlich sein wird, aber auf Anfrage vom Entwickler hat er mir bestätigt, dass aktuell erstmal die Quest-Version gemacht werden muss und dann sieht man weiter. Ja, Leute, gerne auch mal in die Kommentare, was ihr zu dem Projekt sagt und alle Links dazu unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal raufschauen. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Game, was auch, ich glaube, morgen erscheint. Und das nennt sich Runner. Am 6.10. erscheint Runner und zu dem Spiel erscheint auch ein Video-Gameplay auf meinem Kanal. Am 6.10. um 19 Uhr wird es freigegeben. Da besteht bis dahin eine NDA.
Könnt ihr natürlich gerne mal reinschauen, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das machen würdet. Ja, Runner ist ein Game, wo wir auf dem Motorrad sitzen, wir haben zwei Waffen zur Verfügung und müssen halt ja, den bösen Menschen entkommen, sage ich einfach mal so ganz, ganz salopp gesagt, und fahren eine Straße entlang und können uns komplett bewegen, also wir können auch auf dem Motorrad 360 Grad uns bewegen und ja, können links, rechts lenken, langsamer fahren, schneller fahren, das geht alles. Wir haben einen Zeitlupenmodus für unsere Waffe, muss ich natürlich aufladen, man hat die nicht die ganze Zeit. Wir finden Power-Ups für die Waffen, wir finden Schildenergie, sonstige normale Energie. Und diese Power-Ups kann man auch stapeln, die werden dann immer besser oder man kann auch umschalten. Also schon eigentlich ein ganz cooles Game, ist aber auch ziemlich hektisch meiner Meinung nach. Es ist ein Spiel, was ich so 30 bis 60 Minuten spielen kann. Dann reicht es mir aber auch, dann muss ich ein bisschen was Ruhigeres haben. Aber daher vollkommen in Ordnung, ganz cool gemacht und sollen wohl 7 verschiedene Level da sein. Ich habe nur 1 gesehen, ich bin immer vorher gestorben. Aber ja, eigentlich ganz cool gemacht. Auch von den Waffen her, auch diese Upgrades, man merkt wirklich, man wird dann immer besser und stärker. Und ja, das ist ganz cool gemacht. Soll 14,99 Dollar kosten. Ich hoffe aktuell, dass es dann auch der Europreis ist. Falls ich mal dahinter gekommen bin, werde ich dann auch schlauer sein. Ja, wir können für Spike Sachen upgraden. Wir können am Anfang auch die Farbe ändern und so weiter. Seht ihr alles in meinem Video dann am 6.10. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da reinschaut. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ist das was für euch, ist das nichts für euch, das Game? Und ja, ich werde es alles in die Kommentare packen oder in die Beschreibung packen, die ganzen Links dazu. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, Leute, das war's dann schon mit der VR Newsflash-Sendung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, natürlich Like raus. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt jetzt auf den Abo-Button drücken, aber nur einmal, nicht zweimal, weil dann deabonniert ihr wieder. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch ein bisschen Feedback gibt. Wie gefällt euch die Sendung? Ist es okay so, auch von der Länge her? Oder wünscht ihr euch da was Längeres oder noch Kürzeres? Ist es noch zu lang? Ja, wie gesagt, Feedback gerne her und natürlich auch Feedback zu den ganzen Themen, die wir hier durchgegangen sind. Würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, jetzt dann nochmal auf meine Facebook-Gruppe zurückzukommen und Discord. Also unten in der Beschreibung steht der Link zur Facebook-Gruppe, da könnt ihr gerne joinen, würde ich mich freuen. Da kann man sich natürlich auch gut über gewisse Themen austauschen. Da versuchen wir auch immer wieder mit dem Mod-Team dann auch die neuesten News zu posten, aber auch im Discord. Also könnt ihr euch aussuchen, ob Facebook-Gruppe oder Discord oder beides, könnt ihr auch gerne machen. Und ja, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, für euch die VR-News-Flash-Sendung zu machen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!